Na Leute, es geht wieder um das Zeitschriftenreview und zwar ist das Pokémon Magazin, Ausgabe Nummer 204, Juni 24, im Handel erhältlich für 4,99 €. Wir bekommen hier so ein, ja, so ein Armband mit Tasche dran irgendwie und ein Funpack, aber guck mal hier, ein Clash der Rebellen Funpack. Wo haben die das denn noch ausgegraben? Meine Güte, Clash der Rebellen ist doch Asbach uralt, also gefühlt. War das nicht irgendwie das zweite oder drittes Set im Karmesin und Purpur, im Schwert- und Schild-Zyklus? Und ich meine, wir sind aktuell im sechsten Set des Karmesin und Purpur-Zyklus. Also das ist wirklich alt. Und ich glaube, ich habe das auch noch nicht. Also ich werde es aufmachen, so ist es nicht. Also, aber ich habe gleich der Rebellen, habe ich glaube ich nicht mal viele Karten. Also das würde sich auf jeden Fall lohnen, dieses Funpack. Mal gucken, bin gespannt. So, machen wir erstmal hier den ganzen Klebekram ab. Es gibt wieder bis keine Ahnung, wo dieser Kleber. So, einmal. Dann machen wir das Funpack natürlich auch noch ab, ist ja klar. Und auch hier, der Kleber geht, warum geht der bis hier hin? Das ist ja, da könnte man ein zweites Funpack noch drunter kleben. So viel Kleber haben die hier verwendet. Ah, oh Mann, ey. Viel hilft viel, ehrlich. Nicht. Viel hilft, viel ist nicht die Lösung immer. Wenn das die Lösung ist, hätte ich gern das Problem wieder. Alter. So, und da haben wir das Problem, es ist wieder in die Zeitschrift reingeklebt. Super. Also, versuche ich gerade mal an die Schere ranzukommen. Da ist die Schere. Und dann schneide ich es ab, weil sonst kann ich die Zeitschrift nicht mehr umblättern richtig. So, das was noch da ist, klappt so ein bisschen um. Meine Güte, ey. Mit einer Operation im offenen Herzen gefühlt so ein bisschen hier. Alter, der Schwede. Okay, so, also wir haben ein Funpack hier und dann dieses Armband. So, hier nochmal Pokémon, das offizielle Magazin. Die besten Strategien in Gewalten der Zeit. Aha, lerne Paldea-Pokémon kennen und zwei coole Poster hier mit Pikachu und dann hier aus Pokémon Reisen oder sowas hier mit einem Krokel auf jeden Fall. So, ein Plüsch-Slapband und ein Funpack. Und das Slapband hat auch eine Tasche. Ein paar Bonbons für den Schulweg oder ein bisschen Kleingeld fürs Eis im Schwimmbad. Was packst du in die Tasche deines Pikachu-Armbands? Okay. Ich würde sagen, wir gucken doch mal rein. Ich will das jetzt sehen, was das genau ist. Das interessiert mich jetzt. Ah, je. So. Ah, ist das krass. Ist es mit Klett dran gemacht? Nee, ist festgenäht. Okay. Moment. Und? Es geht sogar fast rum, trotz meines Erwachsenenhandgelenks. Okay. Und dann kommen wir dann hier. Na gut, hier ist jetzt natürlich was drin. Lassen wir mal ab. Na, komm raus da. Also etwas in der Größe kriegt man dann auch hier rein. So ein bisschen Kleingeld oder so. Ah, ist ja witzig. Also das ist nichts, womit ich natürlich rumlaufen würde draußen, aber ich denke mal, gerade für Kinder ist es doch bestimmt eine witzige Idee. Was steht auf dem Zettelchen hier drauf? Ah, Pokémon, also offiziell Pokémon Company hier anscheinend, Panini Verlags GmbH. Ja, okay, naja, wer es braucht, ich finde es witzig, aber nicht so witzig, dass ich es auch tragen würde. Also es ist, alles was da drin ist, ja, kann ja eh nicht viel sein, was man da mit sich rumschleppt. Und weiß nicht, im Schwimmbad, also ja, also wasserdicht ist es bestimmt nicht. Wenn ich es mit ins Wasser nehme, geht das ziemlich schnell kaputt. Naja, aber es ist witzig, es ist ein kleiner Gag dabei, von daher alles okay. Ich finde es lustig. Okay, weiter. Besuch in Paldea. Hier mit Granfogita, Cravaloro, Psiopatra und ein Lextremo. Hier sind ein paar Rätsel anscheinend. Zeitlose Strategien für Gewalten der Zeit. Bemerkenswerte Kombinationen. Gut Ding braucht Weile. Hart, aber herzlich und gut geschützt. Sowie nutze Fähigkeiten zu deinem Vorteil. Hier Scarabax, Flatterhaar, Gengar X, Metang, Eisenhals, Dusselgur und Fazasnub. Und hier, was jetzt? Spiele online. Ne? Ein bisschen Werbung. Dann geht es weiter mit einer geheimen Botschaft. Pokémon-Spaß. Da muss man dann hier die Punkte von I. Das ist hier H. Er, ihr und so weiter, dann gibt dann ein Wort raus. Wie gut kennst du Shinux? Quizfrage.
Von wegen graue Maus. Okay. Dann Pokémon Horizonte, die Serie Der Schatz nach dem Sturm. Eine Folge, die nacherzählt wird, hier mit Comic, also mit Screenshots aus der Serie und Textboxen. Sehr, sehr cool. Glurak hier. Rokel. Jetzt weiter. Was hat das mit den wütenden Pokémon auf sich? Weiter geht es Seite 22. Hier haben wir erstmal Poster, nämlich hier das mit Krokel und dem Trainer oder der Trainerin. Dann ein Pikachu auf einem Pokéball, Wasserball. Dann haben wir Pokémon Spaß, Krokel auf Irrwegen. Da muss man hier durch das Labyrinth irgendwie zu der Beere kommen anscheinend. Dann geht es weiter mit Pokémon Horizonte, die Serie, Fortsetzung von Seite 16, wieder eine Doppelseite Nacherzählung. Noch eine Doppelseite. Und eine Einzelseite. Welche Abenteuer erwarten auf, dieser Insel noch? Das erfährst du in der nächsten Ausgabe. Dann Werbung für das offizielle Marvel Spider-Man Magazin. Hier mit einem Mega-Ballshooter, wieder so Plastikmüll. Dann teste dich. Das ist dann Fragen zu der Folge, die hier durchgegangen wurde. Mega-Gewinnspiel. 3 Tinboxen Windewoge X, 3 Tinboxen Eisenblatt X kann man gewinnen. Einmal Krokelplüsch, einmal Filoriplüsch und einmal Quacksplüsch. Okay. Ja, alle drei habe ich hier. Also, ich habe den, meine Frau hat den und mein Sohn hat, glaube ich, den. Irgendwie so. Haben wir wieder eins. Dicta! Offizieller Pokédex. Größe 0,2 Meter, 0,8 Kilo schwer und Kategorie Maulwurf, Typ Boden. Ja, er entwickelt sich zu Dicktri weiter. Dann haben wir noch Sichlor. 1,50 Meter, 56 Kilo schwer. Kategorie Mantis, vom Typ Käfer und Flug. Und entwickelt sich weiter zu einem Scherox, Käfer und Stahl. Dann, du bist dran. Hier wieder Plüschtiere mit Zeichnung dabei. Nur Zeichnung hier von Pokébällen. Gengar, Pikachu. Sehr, sehr cool. Hier ganz oft Pikachu. Gengar auch ziemlich oft dabei, muss ich sagen. Was dann hier ein Filori haben wir hier noch. Cool. Sehr, sehr cool. Das ist ein Relaxo hier, oder? Ja, der ist mir sympathisch, der Moritz hier. Relaxo, geil. Ich mag Relaxo. Wie man ja sieht. sehr, sehr cool. Okay, und dann haben wir schon Vorschau auf die, auf die nächste Ausgabe. Am 5. Juli erscheint das nächste Pokémon-Magazin mit einer von zwei Schlafmasken mit einem Pikachu-Design hier drauf oder mit den Starter-Pokémon oder 1-1 Pokémon, die Starter. Bisasam, Glumanda, Shiggy, Pikachu und Evoli noch mit dabei oder hier nur Pikachus. Ah, wie geil, eine Schlafmaske. Ja, die würde ich sogar aufsetzen hier zu Hause. Nicht das Problem im Einschlafen hätte, das klappt eigentlich ziemlich gut, aber warum denn nicht? Mal ausprobieren. Und ein Funpack ist dabei. Bin mal gespannt. Vielleicht ja schon von Maskerade in Zwielicht das erste Funpack. Wer weiß. Mal gucken. 5. Juli wissen wir mehr. Dann Pokémon, neue Geschenke für Pokémon-Fans hier. Meine ersten Freunde, das große Bastelbuch, Wo ist Pikachu? Großes Wimmelmalbuch, Pokémon-Fan und Paldea-Regierung. Und dann noch Pokémon der Manga, ja, was bisher so erschienen ist und so weiter und so fort. Jo, das also das Heft, das Slapband mit Tasche hier, das Pikachu Slapband und dann natürlich noch hier ein Funpack Clash der Rebellen. Da schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr die Zeitung bei euch am Kiosk gesehen habt, habt ihr auch Clash der Rebellen drin? Ich habe schon festgestellt, dass manchmal die Funpacks sich unterscheiden. Also, er hatte mehrere Ausgaben da, die hatten alle Clash der Rebellen Funpacks drin. Mal gucken. Wir schauen mal rein, was drin ist. Ist ja irgendwie cool, so ein altes Funpack mal zu bekommen. Noch. Okay, ich bin gespannt. So, Clash der Rebellen Funpack. Und es geht direkt los mit einem Dusselgur. Okay, Kamenkarte. Dann haben wir Iguana, ebenfalls Kamenkarte. Und jetzt die Vollkarte. Es ist eine Ankamenkarte immerhin. Ein Costurso, Phase 1 Pokémon, wirklich aus Velursi. 140 KP mit Hammerarm für 90 Schadenspunkte lege die oberste Karte des Decks deines Gegners aus deinen Ablagestapel und großer Wurf, wirf eine Münze bei, lege bei Kopf das aktive Pokémon deines Gegners und alle angelegten Karten auf seinen Ablagestapel. Nice. Ja, also ein Clash der Rebellen Funpack. Warum denn auch nicht? Sehr, sehr cool. Ja, können gerne mal ein Drachenwandel Funpack dranhängen. Das fände ich mal cool. Ich glaube, dann würden die Leute durchdrehen und würden wahrscheinlich das Magazin leer kaufen, damit sie Drachenwandel Funpacks bekommen. Wobei da ja auch, da wird ja keine Dings drin sein, keine hier nach Tara oder sowas. Aber trotz allem irgendwie Drachenwandelkarten sind trotzdem irgendwie gefühlt immer heiß begehrt. Ja, ich find's lustig. Wie gesagt, mal eine alte Serie, warum denn auch nicht? Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass nächstes Mal wieder dann vielleicht schon Maskerade im Zwielicht drin ist von dem ganz neuen Set.
Mal schauen, ich bin gespannt. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr bei eurem Zeitschriftenhändler für einen Funpack drin hattet. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten wie immer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.